Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Verstellung hier auf meinem Kanal. Ja, ich weiß, ich war eine längere Zeit nicht da. Jetzt bin ich wieder da. Ich freue mich auf den LS22, der ja nächsten Monat rauskommt. Und da geben wir dann auch wieder Vollgas in Form von hier Mod-Verstellungen und auch auf Twitch. Dort könnt ihr mich schon jetzt abonnieren bzw. folgen. Einen Follower da lassen. Der heißt genauso wie der Kanal hier heißt, auch Hammer Gaming. Nur mit AE, also na, nicht mit L, sondern AE. Ich werde das dann gleich mal einblenden, wie er den schreibt. Und ja, da gibt es noch einen Hinweis in eigener Sache zum zweiten Twitch-Kanal, der jetzt auch noch folgt. Ja, gut, wollen wir eigentlich auch nicht lange quatschen und fangen einfach mal an. Das ist der Eicher EA400, das ist eine Beta-Version. Ich fand den ganz cool. Und deswegen dachte ich, ich stelle euch den mal vor. Wir haben hier natürlich nicht so viele Einstellungen, was aber auch nicht so schlimm ist. Das sage ich aber mal wieder. Das ist ja mein Standardspruch. Wir haben einmal hier die Standardausführung. Dann haben wir die ganze Sache mit Bügel. Bügel mit Arbeitslicht. Und dann haben wir hier einmal Bügel mit so einem Dach drauf. So wie die Schlepper das früher hatten. Ja? So wie ich das noch als Kind auch kenne. So, dann haben wir einmal die Motorausführung, das ist einmal der EM300 mit 40 PS aufgedreht. Da steht natürlich nicht, wie viel PS da hat, auch auf 50. Und ja, den werden wir auch mal nehmen. Ja, ich würde mal sagen, dann sind wir hier den Einstellungen hier durch und gehen dann auch schnell zu unserem Vorführplatz. Bis gleich. So, meine Lieben, und dann sind wir auch schon hier wieder auf unserem schönen Vorführplatz. Ja, es ist immer noch der alte, wie ihr seht, immer noch in Radeberg. Und wir gucken uns den guten mal an. So, einmal von vorne. Vorne richtig gute Texturen, ne? Auch die Lichter. Natürlich wieder schön mit Nummernschild. Das ist immer richtig gut. Und hier oben auch sieht man so ein paar Kratzer. Dann haben wir hier von der Seite, kann man auch noch ein paar Anschlüsse sehen vom Motor. Das Einzige, was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass hier keine älteren Reifen genommen worden. Also ich glaube nicht, dass diese Reifen auf diesem Schlepper drauf sind eigentlich. Aber wie gesagt, ist es ja auch nur eine Beta-Version. Und vielleicht kommt da ja noch was. Auch von hinten. Auch relativ normal. Alles, wie es sein soll. Hier das Nummernschild kann man auch gut erkennen. Und auch hier, ups, von der Seite. Na, in diesem Motorbereich kann man gucken. Alles schön und schick. So, dann haben wir noch ein paar Einstellungen, die wir benutzen können, beziehungsweise so ein paar Gimmicks, da er ja kein IC Control hat. Muss ich erstmal kurz gucken, wie das wieder ging hier. Na, können wir einmal hier schön den Motor aufmachen, ne? Also die Motorhaube aufmachen. Können wir mal kurz gucken. Wenn man schon so lange nichts mehr gemacht hat, dann kommt man hier überhaupt nicht mit der Tastatur klar und der Maus. Ja, genau. Könnt ihr schön im Motor reingucken. Machen wir das Ganze wieder zu. Oh, das ist ja... Und... Ja, das ist immer blöd, ne? So, hier vorne können wir dann die Schutzbleche dran machen. Ne? Ich finde die mit Schutzblechen sowieso besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Schlepper allgemein mit Schutzblechen finde ich immer besser. Es sieht sonst immer so nackt aus. So, was haben wir hier noch? Das sind die Schutzbleche. Hier haben wir den links aufgemacht. Ich glaube, sonst können wir hier auch, glaube gar nichts einstellen. Das war die Motorhaube, genau. Ja. Hier ist noch irgendwas. Ah, genau. Hier können wir den ganzen Motor, also die ganze Motorhaube komplett wegnehmen. Na, also, dass er das einmal sieht. Dann haben wir hier hinten haben wir auch noch was. Hier können wir die Sitzbank zum Beispiel wegnehmen. Ob ich das hinkriege? Ja. Na, hier habt ihr dann die Sitzbank ist dann weg. Falls ihr lieber allein fahren möchtet. Und ansonsten war es das. Sollte ich irgendwas vergessen haben, weil manchmal treffe ich auch nicht alle Kreuze, ne? Und das war jetzt die Sitzbank, genau. Die wollten wir ja weg haben. Also sonst hat der, glaube ich, nichts jetzt. Manchmal täuscht das auch, ne? Hier der, zum Beispiel das Kreuz hier unten.
oder so, ne? Wenn man das hier so sieht, dann denkt man, vorne ist auch noch eine Einstellung bzw. ein Kreuz, was man machen kann, ist aber nicht der Fall. Ja, haben wir das schon mal durch, dann setzen wir uns mal rein. Mein Mikro ist auch nicht wirklich richtig hier. So. Also hier ist noch irgendwas. Hier ist noch ein Kreuz. Ist das richtig? Und hier ist auch noch irgendwas. Aber das kann auch, wie gesagt, täuschen. Das hier. Dieses Kreuz. Ne, das ist die Bank. Und was ist das? Muss ja irgendwas sein hier. Hier ist doch noch irgendwas. Ja, das ist es denn nämlich immer, ne? Findet man die Kreuze ja nicht. Also ich... Ah, hier. Doch, da unten an der... Hier ist noch was. Hier könnt ihr noch was machen. Genau, da könnt ihr dieses Teil auch wegmachen. Na? Gut. Haben wir das durch. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Und dann machen wir mal den obligatorischen Blinkertest und den Lichttest. Einmal Blinker links funktioniert, Blinker rechts funktioniert. Warnblink funktioniert auch. Natürlich hat da kein Arbeitslicht hinten, das sieht man ja. Dann gehen wir einmal nach vorne. Blinker links. Blinker rechts. Warnblink. Licht haben wir auch. Einmal vorne. Das Ganze sollten wir auch hinten haben. Sieht sehr schwach aus, ne? Oder funktioniert das überhaupt? Also hinten das Licht funktioniert nicht. Gut. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, manchmal ist das halt so in der Beta-Version, ne? So, gehen wir wieder rein. Wie gesagt, von innen sollte eigentlich auch, ja, alles klar sein. Ist halt nicht so viel, was an Einstellungen ist. Aber ich finde den erst ganz schick. So für ein Oldtimer-Treffen oder so kann man den ruhig mal nehmen. Ist ein schöner Schlepper. Also, Trecker, Schlepper, Odi-Schlepper. Also mir gefällt der ganz gut. So, dann wollte ich nochmal von innen gucken. Da ist auch animiert, die Blinker. Ja. Das Licht ist nicht animiert. Jetzt starten wir mal. Also den Sound sollte ihr da ein bisschen runterdrehen. Also der ist schon extrem laut, wenn er damit fahrt. Ja, also ich weiß auch nicht, ob der sich jetzt nun wirklich so anhört. Aber er hört sich schon oldie-mäßig an. Ne? So, machen wir einfach mal den Start. Habt ihr gehört, so geht es noch. Ne? Wenn er dann normal Leerlauf ist, finde ich, geht es auch. Aber sobald man Gas gibt und ein bisschen länger fährt, dann macht er so einen höllischen Lärm. Gut, dann machen wir mal den Animationscheck. Bis auf rechts. Ah doch, funktioniert. Ja, ihr hört schon, ne? Also der macht schon... Der macht schon richtig Bambule. Also so ist das nicht. So, machen wir wieder aus. Achso, Lenkung natürlich. Ja, ist klar, funktioniert alles. Jetzt hat hier noch so mit so Gelenken. Ja, also wie gesagt, vom Sound her muss ich sagen, ist er echt schick. Nur wie gesagt, wenn man da die ganze Zeit mit fährt, ist es dann doch schon anstrengend. Ja, meine Lieben, ich denke, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Ja, und wenn ihr den haben möchtet, der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, ich hoffe, dass jetzt wieder demnächst wieder ein bisschen mehr kommt. Ich werde mir Mühe geben. Ansonsten lasst ein Däumchen da und lasst ein Abo da. Wir hören uns bis demnächst und tschüss.